Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Oras Wi-Fi Battle. Dieses Mal schon wieder war es in Oras Battles, ich glaube schon, gegen einen Passanten, weil ich hatte zwar viele Kämpfe, aber es war entweder so, dass ich total zerstört wurde oder mein Gegner total zerstört wurde. Meist wurde ich total zerstört. Und deswegen habe ich mir jetzt vorhin nochmal, eben als ich auf der Suche nach Kämpfen war, einen Passanten rausgesucht. Und ja, der hat angenommen, hatte ein ziemlich heftiges Team und da ist das ganz, ganz spannender Kampf bei rausgekommen und deswegen möchte ich ihn euch gerne mal zeigen. Auf meiner Seite sehen wir erstmal mein Mega Aerodactyl mit Steinkante, Klauenwetzer, Eisenschädel und Aeroass. Mein Serpiroyal mit der Großwurzel und Gigasauger, Gedankengut, Delegator und Egelsam. Mein Choice Specs Lucario mit Vakuumwelle, Aurasphäre, Lichtkanone und Finsteraura. Mein Roserade mit dem Giftschleim. Oh, nee, nein. Hier hat es nicht den Giftschleim, glaube ich. Ich meine, es hätte hier den Nebenorb. Ich bin mir gerade aber nicht besonders sicher. Werden wir ja gleich noch sehen, was es hat. Mit Energieball, Matschbombe, Aromakur und Giftspitzen. Mein Entei, das anders ist als andere Entei, weil mein Entei spiele ich speziell und mit speziell defensivem Investment, weil nun ja, es ist das Oras Entei, das man fangen kann und ich habe mein Set und mein EV-Split den DVs angeglichen und deswegen habe ich jetzt ein Entei mit Gedankengut, Flammenwurf, Erholung, übrigens der Maronbeere und ich hatte jetzt Gedankengut, Erholung, Flammenwurf und einem vierten Move. Was war der vierte Move? Mir fällt es gerade nicht an und ich will jetzt hier keine ewig lange Pause machen. Also, wenn es mir noch einfällt, ich könnte es ja eventuell mal erwähnen. Und meinem Libeldra, das ich in letzter Zeit nämlich so wie immer dabei habe, mit dem Choice Scarf, Erdbeben, Drachenklaue, Kraftkoloss und Kehrtwende. Auf der Seite meines Gegners sehen wir ein Heatran, ein Gewaldro, ein Lamus, ein Sumpex, ein Despotar und ein Fiaro. Als ich Fiaro gesehen habe, war ich mir schon mal ziemlich sicher, dass ich ohne Aerodactyl das hier nicht mehr reißen kann. Und ich muss Aerodactyl die ganze Zeit auf möglichst vielen HP behalten, um diesen Fiaro, um dieses Fiaro rausnehmen zu können. Auf jeden Fall starte ich hier mal den Kampf und WTF, wie sieht das so komisch aus? Gleich, ja, jetzt sieht's besser aus. Okay. Er startet hier mit seinem Fiaro und ich mit meinem Aerodactyl, weil ich einfach schnell die Mega rausbringen wollte und wenn er mit Fiaro leadet, dann passiert halt genau das. Ich kann halt Aerodactyl nicht reinwechseln in Fiaro, weil ich sonst schon Schaden nehmen würde. Hau dann jetzt hier erstmal die Mega-Entwicklung raus. Weil, was? Ich habe ja nichts davon, nicht in der Mega zu sein. Das ist ja eins dieser Megas, wo es keinen Unterschied macht. Wo es besser ist, in der Mega zu sein. Also, erstmal hier eine Steinkante rausgehauen, weil ich einfach dieses Fiaro so schnell loswerden wollte. Er holt seinen Sumpex und Sumpex tankt das wie ein Boss. Das ist halt Sumpex. Ich hole dann jetzt hier meinen Serpiroyal rein, weil auch wenn er einen Ice Heap und eine Lawine hat, tankt, sollte ich das eine noch ganz gut tanken. Hier kommt auch der Ice Heap, den er hat anscheinend gedacht, dass ich auswechsel. Und ja, den überlebe ich mit mehr als der Hälfte. Er hat jetzt hier Angst, gewonnen-hittet zu werden, schätze ich mal, und wechselt sein Fiaro rein. Ich bin hier aber auf Egelsam gegangen, weil ich mir schon gedacht habe, dass er nicht drin bleiben würde. Weil vielfach Pflanzenfläche und so. Das Fiaro hat dann jetzt hier die Egelsam auf sich drauf. Ich kann mich ein bisschen heilen, aber das ist halt nur ein Fiaro. Und das heißt nur ein Fiaro. Ich heile noch ganz gut wegen meiner Großwurzel. Aber ich will halt in dem Fiaro eigentlich nicht drin bleiben, weswegen ich drin bleibe. Weil Wavebird wäre ein One-Hit gewesen. Deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass er predicted, dass ich rauswechsel. Bin drin geblieben. Von ihm kommt die Kehrtwende, wenn er die tankt, die Serpiroyal nochmal ziemlich gut. Und er holt seinen Despotar rein. Sein Despotar. Und kriegt erstmal einen Sandsturm raus. Ich bin auf den Delegator gegangen und habe noch 23 HP. Der Sandsturm ist draußen und wie viel Schaden macht der Sandsturm? Das war jetzt die entscheidende Frage. Okay, ich habe noch 12 KP. Das heißt, der Sandsturm macht 11 KP Schaden. Was bedeutet, dass ich noch eine Runde überleben kann. Hau die Egelsamen raus, um den Sandsturmschaden halt jede Runde wieder auszugleichen. Von ihm kommt der Ice Heap, mit dem er dann meinen Delegator kaputt macht.
Und jetzt sollte erstmal der Sandsturmschaden kommen, den ich jetzt mit einem KP überlebe. Und die Igelsamen Recovery kommt jetzt auch nochmal rein. Und mal sehen, wie viel die heilt. Die heilt 32 KP. Ich bin jetzt einfach auf den Gigasauger gegangen, habe gehofft, dass ich danach noch einen Eissieb tanken kann. Hab mir aber nicht so viel große Hoffnung gemacht. Wollte eigentlich auch Sepiroyal jetzt hier opfern. Aber Sepiroyal tankt das doch noch ziemlich gut. Und zwar so, dass ich den Sandsturm jetzt sogar mit 2 KP überlebe. Was bedeutet, dass er mit seinem Despotar hier den Kampf gegen Sepiroyal verlieren würde. Und weil ich mir gedacht habe, dass er das weiß und rauswechselt, bin ich jetzt auf Egelsamen gegangen und er ist auch schon wieder rausgewechselt in sein Fiaro, kriegt hier die Egelsamen ab, wird bepflanzt, kriegt Sandsturmschaden, ich sollte jetzt auch noch Sandsturmschaden kriegen und jetzt kommt noch ein bisschen Egelsamen-Recovery. Aber ich brauche Sepiroyal jetzt nicht bei diesem KP-Stand nicht wirklich. Deswegen bin ich einfach drin geblieben und hab's geopfert. Er haut einen Sturzflug raus und knockt hier Sepiroyal aus. Kriegt dadurch aber noch ganz guten Recoil rein, wegen seinem Life Orb und halt dem Wavebird Recoil. Ich bringe jetzt hier Aerodactyl rein, weil es halt das einzige in meinem Team ist, was Fiaro irgendwie besiegen könnte. Er wechselt hier dann aber wieder raus, weil er sein Fiaro noch behalten will, weil er halt weiß, dass Aerodactyl das einzige ist, was Fiaro was entgegensetzen kann. Ich hau dann jetzt hier das Aero-Ass raus, weil das hätte gegen Fiaro gereicht und warum sollte ich Steinkante machen, wenn das Aero-Ass da viel, viel eher trifft. Er holt sein Sumpex rein und das tankt das auch nochmal ziemlich gut, aber ich brauche Aerodactyl mit ziemlich hohem KP, wie immer, für Fiaro. Deswegen ich jetzt in Entei rausgewechselt bin. Er haut einen Icy raus. Ich weiß wieder, was die letzte Attacke war. Es war Irrlicht. Es war Irrlicht. Ist mir gerade eingefallen. Haut einen Icy raus. Der macht nicht viel Schaden. Und ich hau ein Licht. Irrlicht. Nicht Lichtschild. Irrlicht raus. Deswegen ich die nächste Kaskade auch nochmal gut tanken kann. Und ja, damit habe ich jetzt erstmal das Sumpex hier verbrannt. Kann mit Entei auf eine Erholung gehen. Ich wollte jetzt hier nicht so unbedingt das rauswechseln und wollte auch nochmal genau gucken, wie viel Schaden das jetzt macht. Ob es jetzt knapp die Hälfte macht oder weniger, weil ich habe es jetzt eben nicht so gut gesehen. Und hier kommt nochmal die Kaskade und wie viel Schaden macht sie jetzt? Knapp unter die Hälfte. Er kriegt jetzt noch ein bisschen Schaden durch den Burn und ich wechsle hier jetzt raus. Ich wollte jetzt halt erstens nicht noch eine Kaskade tanken müssen. Und zweitens, wenn er eine Kaskade einsetzt, tankt Inigo die gut und kann ihn mit einem Energieball rausnehmen. Er wechselt aber auch raus, um den Flammenwurf, also die Feuerattacke, die ich habe, zu predikten. Und holt Heatwin rein. Deswegen bin ich auch wieder rausgewechselt, weil ich überhaupt nichts machen kann. Und zwar bin ich in Flydwar gewechselt. Er haut einen Flammenwurf raus. Aber ich bin sicher, ja, tanke ich ziemlich gut, kann Erdbeben raushauen, aber nein, er kriegt den Burn. Ja, da habe ich mich schon so ein bisschen verarscht gefühlt. Er wechselt hier Heat schon wieder raus, um das Erdbeben anzufangen, auf das ich natürlich gegangen bin. Ich Idiot. Kriegt noch ein bisschen Burn-Schaden und wollte jetzt einfach Libeldra opfern, weil was will ich mit einem geburnten Libeldra? Er hat aber gedacht, dass ich rauswechsle, geht auf eine Kehrtwende. Die überlebe ich noch. Oder er wollte einfach nicht so viel Recoil fressen, das könnte natürlich auch sein. Die überlebe ich aber auf jeden Fall noch. Bin einfach eben aufs Erdbeben gegangen. Er holt sein Lamus rein und jetzt hat mir gedacht, dass ich dieses Lamus, sollte es ein Mega sein, lieber nicht boosten lassen will. Deswegen bin ich jetzt erstmal rausgewechselt in Aerodactyl. Was eigentlich auch keine so gute Idee war. Weil er ist jetzt nämlich ein Mega und haut einen Gedankengut raus. Und jetzt ist halt die Frage, was will ich mit Aerodactyl machen? Gar nichts. Absolut gar nichts. Ich hole dann jetzt hier Aerodactyl wieder raus und hole Parsifani das Lucario rein. Hab mir gedacht, dass ich bestimmt noch ein Siedewasser aushalten kann, wenn auch nur knapp. Hier kommt das Siedewasser und ein KP. Ein KP. Ich bin jetzt hier auch eine Finsteraura gegangen. Ich habe einfach gehofft, dass der Choice Back Finsteraura auch +1 noch gut Schaden macht. Also +1 Spätzle bei ihm.
Und ja, tut sie, aber sie reicht nicht. Er kann Siedewasser einsetzen und damit ist Lucario besiegt. Das ist arm. Ich hätte es gerne besser benutzen können. Ich bin jetzt hier Inigo rein und bin auf einen Energieball gegangen und habe einfach gehofft, dass es jetzt ausreicht. Und ja, das tut es. Es reicht aus. Ich hatte schon richtig Panik. Und ja, ich bin Life Orb. Okay, ich bin Life Orb. Er holt dann jetzt hier Fiaro rein, um Inigo mit einem Sturzflug oder einem Flammenblitz zu besiegen. Ich bin dann hier jetzt in Flydor gewechselt, weil ich brauche Flydor nicht. Es brennt und was will ich mit einem geburnten Libeldra? Er ist auf die Kehrtwende gegangen. Haut Libeldra jetzt aus und ich habe die Switch Advantage. Also kann ich jetzt erstmal gucken, was er rausholt und dagegen einen entsprechend guten Konter reinwechseln. Was heißt wechseln? Reinschicken. Von ihm kommt jetzt hier sein Despotar und holt den Sandsturm nochmal raus. Und von meiner Seite aus kommt Aerodactyl, das jetzt mit einem Eisenschädel das Despotar besiegen kann. Ich wollte nicht hier Roserad reinholen, weil es kriegt ja den Spätzle-Boost durch den Sandsturm und da war ich nicht sicher, ob dann ein Energieball reicht, weswegen ich dann doch lieber Aerodactyl geholt habe. Er holt dann jetzt hier wieder Sumpex rein und da wechsle ich dann auch ganz schnell wieder raus, weil ich brauche es halt, wie gesagt, immer noch auf 4 KP. Und da er geburnt war, habe ich auch gedacht, dass er lieber auf eine Kaskade geht, um sicher zu gehen, dass es ausreicht. Inigo tankt diese Kaskade natürlich, weil sie ja resisted ist. Und kriegt Sandsturmschaden. Wisst ihr, ich hasse das total, wenn einfach so 20.000 Millionen Animationen hintereinander kommen. Das dauert dann immer so ewig. Ich bin jetzt hier auf Giftspitzen gegangen, weil Dalamus sein Mega war. War ich mir relativ sicher, dass sein Gewaldruck gefokus-goated, also geslashed ist. Deswegen ich dann jetzt hier mit den Giftspitzen, wenn er es reinwechselt, würde er nochmal Schaden kriegen in der Runde und deswegen an seinen Fokus-Gurt verlieren. Den Giftspitzen, den Eisschlag habe ich noch knapp getankt, bin dann jetzt auf eine Matschbombe gegangen, falls er in Fiaro wechselt, macht das das jetzt auch Schaden. Sumpex ist dann jetzt hier besiegt und ich habe jetzt noch 7 KP und der Sandsturm legt sich. Wäre der Sandsturm da geblieben, bin ich mir ziemlich sicher, hätte Inigo das nicht durchgehalten. Hier kommt sein Fiaro und geht auf eine Kehrtwende, wodurch er nochmal ein bisschen Life-Orb-Schaden kriegt. Was schon mal nicht schlecht ist. Roserade geht dann jetzt hier drauf, er kriegt seinen Life-Orb-Schaden. Und ich habe wieder die Switch-Advantage. Was wird er jetzt hier reinholen? Es ist sein Gewaldro, das jetzt hier auch das Gift abbekommt. Und nochmal Schaden durch genau dieses auch bekommt. Und damit ist, wenn er einen Sash hat, dieser Sash jetzt angeknackst. Ich kann Aerosaurus reinholen, ein Aero-Ass raushauen und dieses Gewaldro hier besiegen. So, jetzt ist dieses Gewaldro schon mal weg, was bedeutet, dass es jetzt, glaube ich, 2 zu 2 steht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Er holt seinen Heatun rein. Ich will jetzt aber keine Lichtkanone abbekommen und hole deswegen Entei rein. Einfach um zu gucken, ob er eine Lichtkanone drauf hat, weil es gibt ja viele Heatuns, die haben keine Lichtkanone. Und er hat sie offensichtlich nicht und geht auf den Drachenpuls. Er könnte es aber auch einfach predicted haben. Er wechselt dann hier jetzt auch wieder raus, weil er anscheinend Entei genauso wenig machen kann wie Entei ihm. Und holt sein Fiaro rein. Ich bin einfach auch in Erholung gegangen. Und hab Entei hochgeheilt, was schon mal gar keine schlechte Idee ist, weil wenn er jetzt nämlich Entei angreift, würde er selber abkratzen. Er kann mich nämlich mit einer Kehrtwende, die einzige Attacke, die keinen Recoil macht, nicht one-hitten. Was würde, dass er 2 Hits braucht und dann durch den Life-Orb-Schaden auf jeden Fall stirbt. Ich weiß nicht, ob er eine Runde Life-Orb noch überlebt hätte. Deswegen holt er jetzt wieder Heatune rein, ich wechsle raus, und zwar in Aerodactyl, weil Aerodactyl ja, da er offensichtlich keine Lichtkanone hat, ziemlich viel relativ gut was tanken kann. Er ist auf Erdkräfte gegangen, warum auch immer die eben nicht schon gegen Entei eingesetzt hat. Haut hier dann noch den Drachenpuls nochmal hinterher, nachdem er eine Steinkante gefressen hat. Aber die Steinkante hat mir dann doch ein bisschen zu wenig Schaden gemacht und ich hatte Angst, dass 2 Steinkanten, mindestens einer davon misst. Also von den nächsten 2. Und bin jetzt hier auf den Klauenwetze gegangen, um nochmal stärker zu werden. Und falls es dann nicht ausreicht, kann ich noch eine Steinkante hinterher daherzimmern vielleicht. Wenn ich danach noch einen Drachenpuls überlebe, nach diesem hier jetzt. Um das schon dann rauszunehmen. Und hier kommt jetzt die Steinkante und reicht sie aus. Reicht sie aus? Ja, sie reicht. Damit ist Heatran jetzt auch besiegt und er hat nur noch Fiaro. Und von diesem Standpunkt aus hat er sowieso keine Chance mehr und hat hier den Kampf ausgegeben.
Ja, also ich finde, es war ein ziemlich spannender Kampf. Wenn ihr mal gegen mich kämpfen wollt, steht mein Skype-Name natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!